Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 4 Oblivion. Ja, beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, haben einen Drachenkampf dort beobachten können. Wo sind denn die gerade? Ach, die fighten auf jeden Fall noch rum, man hört sie. Ja, wir sind jetzt an dieser Statue vom Wächter. Ich habe mich jetzt noch mal kurz da durchgelesen durch das Buch. Wir müssen jetzt Richtung Süden gehen. Dann müssten wir in einer Höhle ankommen. Und wie ich mich gerade sehe, sind wir im Handel. Ich habe den zweiten Grenzstein erreicht, der Wächter. Ich sollte für den Weg zum dritten Grenzstein wieder in das Tagebuch des Boten schauen. Ich habe da schon reingeschaut. Gut, du kannst dich hier nicht mit mir anlegen, weil du verlieren wirst. Und zwar gnadenlos, weil ich dich anzünden werde. Ja. Ich frag mich, woher die Viecher Waffen haben. Au. Heilen wir uns erstmal. Was hat denn der für eine Waffe? Der hat doch noch irgendwie einen Stahlhammer drin. Was sind denn das für ein Noobs? Die haben Brustwarzen. Und die macht irgendwie kaum Schaden. Ein Minotaur lassen wir mitgehen. Auf jeden Fall, wir sollen jetzt weiter Richtung Süden gehen. Vom Wächter aus. Wie ich es da draußen gelesen habe. Dort sollen wir dann an also einem Schlangenpass oder wie das heißt kommen. Oder irgendwas mit Schlangen, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall, die Geschichte war irgendwie so. Ein Kerl kam dann zu ihm. Der war verletzt von Wölfen. Und den hat er seine letzte Medizin gegeben. Doch dann, leider, sage ich jetzt mal, irgendwo uns dann auch von seinem Wolfsrudel angegriffen. Danach waren sie halt noch mal schwer verletzt. Und sie konnten sich noch mit Mühe und Not wegschleppen. Der Typ hat halt stark geblutet und dann, als sie in dieser Höhle angekommen sind, waren da so riesige menschenähnliche Kreaturen, wie es da stand. Und hat den einen wörtlich in der Luft zerrissen. Und der andere, der wurde halt, sag ich mal, das alles geschrieben hat. Okay. Ich schau nochmal kurz nach. Da steht doch irgendwie so vom Ding aus. Naja, auf jeden Fall, dem, wo es Rückgrat zertrümmert, der hat sich eine Öle verkochen und scheint da drinnen gestorben zu sein. Was? Also hier steht eine riesige Statue, die von unbekannten Gustav von Kühn dort aufgestellt wurde. Sie blickte nach Ohren, als würde sie jeden waren, der auch nur einen Fuß über die Grenze ins Kaiserreich zu setzen. Gestern Abend schieß ich auf einen anderen Boten unserer Armee. Ja, genau, hier steht mit dem... Ich besprach. Weiterhin, als wir vom Wächter aus weiter nach Süden gingen, wurden wir von wahrscheinlich demselben... Okay, gehen wir weiter nach Süden. Ich glaube aber, dass sie eher Norden meinen. Weil da hinten ist nämlich nur diese geplünderte Mine. Oder warte, da steht doch... Oder vielleicht sind sie irgendwie an einem bestimmten Ort vorbeigekommen. Ach ja. Er hatte ihn immer noch vertreiben können, es gelang uns. Bis wir das Portal zum Schlangenpfad erreichen und werden dort Deckung suchen. Okay. Wir erreichen vor fast einem Tag den Schlangenpfad und suchten dort Schutz. Ach, das von euch ist keine Ahnung. Ja, ich schau mal kurz offscreen weiter, weil ich habe mich jetzt keine Lust hier 10 Stunden zu suchen. Also Leute, bis gleich, wenn ich es gefunden habe. Hier sind wir wieder. Ja, war ein Übersetzungsfehler. Wir mussten nach Norden. Und hier ist auch schon der Schlangenpfad. Gehen wir jetzt natürlich mal rein. Jetzt wird's interessant.
Ich habe den dritten gerade schon gefunden, der den Schlangenpfad markiert. Dies scheint eine unterirdische Passage zu sein. Wenn ich Ruinen finden möchte, muss ich diese Passage durchqueren. Menschenartige Kreaturen, Ratten! Okay, war mal wieder eine meiner Phasen. Wir gehen jetzt hier einfach mal... Wow, habe ich mich jetzt gerade erschrocken, ey. Halleluja. Boah! Dieses Geräusch, das hat sich jetzt einfach für mich übelst krass angehört. Boah! Jetzt hat sich aber ganz gerissen. Boah, scheiße. Ah! Boah! Geht's noch, ey. Ich habe die Leiche des Boten gefunden, der das Tagebuch geschrieben hat, das ich bei mir trage. Obwohl er vor über 1000 Jahren gestorben ist, sind die Knochen von der Kälte in der Höhle gut konserviert. Es scheint, als ob seine Knochenhand etwas umklammert hielt. Ich sollte das untersuchen. Geowned. Was? Hä? Was? Ich möchte das Team gerne nehmen. Oh nein! Geh weg! Geh sterben! Geh einfach sterben! Geh einfach sterben! Ach, das... Ihr seid die menschenähnlichen Kreaturen! Okay, ich würde das gerne in die Hand nehmen, was das Akari-Befehle. Neben der Leiche des Boten habe ich eine Schiefertafel entdeckt, auf der sich Akari-Schriftzeichen befinden. Das müssen die Befehle sein, die der Boten an den Tag erwähnte. Ja, die bringen jetzt auch nichts mehr. Naja, jetzt gehen wir aber auch einfach mal weiter. Ich bin jetzt gerade ein bisschen am Rechnen. Gut, hat mir jetzt mit Gramm so etwa ausgerechnet, bis wohin ich laufen kann. Gut, stirb, 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 stirb. Ja, ich hätte irgendwie noch gerne seinen Kameraden oder so gefunden. Der dürfte sich auch hier irgendwo rumtreiben. Ebenholzpfeile. Boah, edel. Jetzt wird's krass. Gut, das wollte ich jetzt schon mal nicht benutzen. Jetzt habe ich mal Gipsenmus verballert. Hier komme ich doch her, oder? Ich habe doch dann diesen Schloss hier geknackt. Nein. Dann komme ich da garantiert nicht her. Ich habe mich jetzt gerade ein bisschen die Orientierung verloren. Ristag Stolz. Das ist bestimmt ein Fähigkeitsbuch. Wenn es schon so ist. Ja, Bär beschwören. Bär beschwören, Frost widerstehen und... Komm, uns sowieso nicht leisten. Wir sind sowas von geowned mit unserer Magie. Das ist echt nicht mal feierlich. Nein! 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 Stirb! 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 Verpiss dich! Du sollst sterben! Nein! Stirb! Verreck, verreck, verreck! Puh. Oh! Bin ich jetzt froh? Bin ich jetzt froh. Halleluja. Und so, jetzt werden wir dich hier auch noch umbolzen. Ja. Komm, 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 komm. Renn in mein Schwert. Ich hab gesagt, sterben. Ich geh mal so hin, weil ich mag mich nicht, dass ich von hinten einen drauf umbolzen bekomme, weil ich mich dann nochmal erschrecke. Weil es war jetzt... Ich glaube, so sehr habe ich mich noch niemals in Oblivion erschrocken, ganz ehrlich. So sehr habe ich mich noch niemals erschrocken und ihr wart jetzt live dabei sozusagen. Mithril steht ein größerer Seelenstein. Ich brauche keine größeren Seelensteine, ich brauche große Seelensteine. Und ich möchte gerne meine Ausrüstung reparieren. Weil ich wette jetzt ehrlich, ich hatte jetzt hier fast meine halbe Ausrüstung zerlegt. Wir krachen Steine runter. Nein! Nein! Geh! Verpiss dich! Ich mag dich nicht mehr sehen! Ich mag dich nicht sehen!
frisst dunklen Verführer und wir heilen uns. Das machst du schon. Bist dabei gegen den Bären. Wie man sieht, unsere dunkle Verführerin geht auf irgendjemand anderen los. Und wir heilen uns. Und ich hätte vielleicht mal safen sollen. Heiltraumstrahl. Hier. Ja klar! Genau! Was hast du für Zauber? Ey! Geht's noch? Wollen die mich jetzt verarschen? Wollen die mich jetzt verarschen? Das machen die alle mit Absicht hier. Die sind nur hier, um mich zu verarschen, die Kerle. Aber wirklich nur. Das tun die alles nur mit Absicht. Pure Absicht. Du hast übrigens so lustige Waffen, muss ich sagen. Mit einem braunen Bär. Der Bär im großen blauen Haus. Ich wollte gerade sagen, sieht man das? Nein. Fede unten, bist du schon wieder so ein hässliches Glühwürmchen. Bitte nicht. Nein, aber eine Ratte. Und dann ein Ober. Ja, komm her. Ja, ganz krass. Ja, stirb. Und halt einfach dein Maul. Au. Fressen wir nochmal ein paar Heiltränke. Au. Heilen wir uns erstmal wieder ein wenig. Unsere Ausdauer schonen. Au. Der macht aber nicht so viel Schaden. Die machen, aber irgendwie machen solche spezielle Ogre- oder Trollsorten gar nicht so viel Schaden wie normale, sage ich jetzt mal. Gut, ich weiß, dass ich dem Tode nahe bin und ich safe. Ich safe mal kurz. Ich habe nämlich jetzt Angst zu sterben, weil dann darf ich hier die ganze Hütte nochmal machen. Und da dürfte ich nochmal so ein Irrlicht machen. Und ich hasse Irrlichter. Und dann werde ich mich wahrscheinlich nochmal so erschrecken. Ausgang? Geht's denn hier lang? Fahlerpass. Jetzt wird's interessant. Nachdem ich den Schlangenpfad entlang gegangen bin, stehe ich direkt vor den Ruinen am Fallenpass. Es scheint, als ob das Fort vor langer Zeit von einem Erdrutsch verschüttet worden wäre. Ich sollte zu den Ruinen hinuntergehen und nach einem Eingang suchen. Also irgendwie bin ich denn hier. Schon interessant aus. Ach ja. Sieht nicht so aus, als ob wir auf viele Feinde stoßen werden. Milchdistelsamen. Nicht falsch verstehen, Leute. Hexereitrank. Doch, ich sehe da unten Ogre rumrennen. Den kill ich noch schnell und dann werde ich den Part beenden. Ich weiß schon, wie schnell enden wird. Wir werden 10 Stunden gegen ihn kämpfen. Auf jeden Fall ich mit meinem Glück. Und... au. Haben wir schon wieder auf die Nase bekommen. Gut, tot bist du. Gut, an dieser Stelle werden wir jetzt auch den Part beenden. Das war wieder Let's Play The Elder Scrolls 4 Oblivion. Bis zum nächsten Mal.